So, und um das Ganze jetzt recht schnell zu machen, wir sind ja wenige, große Announcements sollte ich nicht machen. Von daher, seid ihr Mr. und Miss Mutig? Ich glaube, ja, seid ihr. Wer ist Mr. und Miss Mutig? Steht mal auf. Makro, was sagst du dazu? Ja, schön. Dann kommt ihr beide schon mal vor, stellt euch mal da an den Rand. Okay, es geht jetzt um Mr. und Miss Mutig. Makro und Felix von den Improbanden werden euch eine kleine Einführung in die Improvisationstechnik geben. Einen großen Applaus, auch wenn ihr wenige seid. Wir holen euch nachher. Wir holen euch dann vor. Alles klar. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle nach vorne gekommen seid. Das ist nämlich viel netter. Wir wollen ein bisschen Impro-Theater spielen und da erstmal die Frage, habt ihr schon mal Impro-Theater gesehen? Mal die Hand hoch. Ah, es sind eine ganze Menge. Sind ein paar. Sehr schön. Einige. Für die anderen erkläre ich das mal. Wir wissen absolut nicht, was wir tun werden. Na? Ja, so ist das. Keine Ahnung. Und wir haben uns nicht vorbereitet und wir sind auf euch angewiesen. Alles, was wir tun, machen wir aufgrund eurer Vorschläge und was dann hier auf der Bühne passiert. Es passiert alles in dem Moment. Das ist eigentlich schon alles. Ja, Ja, also wir gehören zu den Improbanden. Das ist eine Impro-Theatergruppe in Berlin. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass wir hier sein können. Es ist super cool, dass ihr auch hier zu unserer Open Stage gekommen seid. Open Stage heißt jetzt allerdings auch, dass das Publikum nicht nur bequem auf seinen Sitzen sitzt und hin und wieder eine Inspiration nach vorne gibt, sondern Open Stage heißt auch, dass wir euch herzlich einladen, zwischendurch zu uns auf die Bühne zu kommen und eben Mr. oder Miss Mutig zu sein und mit uns hier zu spielen. Habt keine Angst, euch kann hier absolut überhaupt nichts passieren. Wir werden euch einbauen, wir werden euch auffangen, wir werden verschiedene Games machen. Und ihr seid schon in dem Moment Helden, in dem ihr hier nach vorne kommt. Die einzigen, die hier verkacken können heute, das sind wir, dafür sind wir auch da. Und ihr seid super und ihr seid perfekte, super professionelle Bühnenschauspieler in dem Moment, in dem ihr hier zu uns auf die Bühne kommt. Euch kann absolut nichts passieren. Genau, und das garantieren wir euch. Also absolut. Ihr strahlt und wir werden hier oben Spaß haben. Wir zeigen euch, was das Thema Philosophy auch sein kann, nämlich es gibt keine Fehler und wir haben hier oben nur Spaß. Das ist es schon. Ja. Lass uns loslegen. Genau, und wir legen los, ganz stilecht, mit einem kleinen Vortrag. Ein Fachvortrag, einen Expertenvortrag, den wird der Makro halten. Und deswegen möchte ich jetzt mal aus dem Publikum gerne ein Thema zu diesem Vortrag hören. Es muss kein ganz gewöhnliches Thema sein. Ruf. Was war das? Sieben? Die sieben. Wundervoll, okay. Vielen Dank. Also die Zahl sieben oder was auch immer sieben in diesem Kontext bedeutet, ist das Thema des Vortrags. Wunderbar. Aber ihr könnt auch noch Einfluss nehmen auf den Vortrag und dazu hätte ich gerne mal zwei Freiwillige. Keine Angst, ihr müsst nichts Schwieriges tun. Da hinten haben sich zwei gemeldet, hier vorne eine Person, dann würde ich mal sagen, eine von denen da hinten und du hier vorne. Und ihr habt gesehen, dass da Saalmikrofone sind. Ich würde euch mal bitten, dass jeder einmal zu einem dieser Saalmikrofone geht. Das ist okay, das ist kein Problem. Eure Aufgabe ist es jetzt, wann immer ihr das Gefühl habt, boah, das kann aber so nicht stimmen, was der Makro sagt, oder ich will jetzt nicht, dass das stimmt. Ruft ihr einfach rein, Mörp. Und in dem Moment, in dem ihr Mörp sagt, muss er seinen Vortrag fortführen und dabei aber das genaue Gegenteil von dem sagen, was er gerade eben gesagt hat. Das ist also die Herausforderung bei diesem Game.
Und es gibt noch eine Kleinigkeit, bei der wir auch eure Hilfe brauchen. Das ist zum Starten der Szenen. Da gibt es beim Impro eine Tradition, dass man gemeinsam einzählt, um so richtig nochmal Schwung und Energie nach vorne auf die Bühne zu werfen. Und das machen wir so, wir zählen von 5 runter und statt 0 sagen wir los. Also 5, 4, 3, 2, 1, los. Das üben wir mal gemeinsam und 5, 4, 3, 1, los. Wir müssen noch gucken, dass die Geschwindigkeit ungefähr gleich ist, aber schon mal super. Okay, Makro, du wirst dich dann auch noch vorstellen, als wer du hier den Vortrag hältst. Und wir hören einen Vortrag über die 7, wenn wir eingezählt haben mit 5, 4, 3, 2, 1, los. Guten Tag, meine Damen und Herren und ihr lieben Kinder. Wir haben heute das Thema 7. Dieses, allein schon dieses Wort 7 ist so ein mystisches Wort. Es ist eine mystische Zahl. Es ist in jedem Märchen 7 Zwerge. Wie hier im Publikum. 7 Berge, über die man gehen muss. 7 Brücken, die man überqueren muss. Die 7. Überall. Wir sind umringt von der 7. Man könnte schon fast sagen, es ist eine 7-Verschwörung, die hier um uns herum passiert im Märchen und niemand hat sie bemerkt auf diesem Camp. Nep. Alle wissen natürlich, eigentlich ist die 7 die Zahl. Und wir kaschieren sie nur mit der 23, mit der 42, mit Einsen, mit Nullen. Aber guckt euch mal die 1 an. Ist die 1 nicht eigentlich eine verbogene 7? Ist es nicht so? Müsste es nicht 7 und 0 heißen? Man weiß es nicht. Aber die 7 hat noch viel mehr Spektrum, was ganz interessant ist. Die 7 liegt vor der 6. Nein. Ja. Und laut vor der 8. Die 8 ist das Unendlichzeichen. Die 6 steht für Sexualität. Also ist die 7 die Mischung dazwischen. Irre. Haben Sie das gewusst? Und dann sind wir dabei, uns diese Form anzuschauen. Diese Form, sie ist einfach. Sie ist gerade. Sie ist schwungvoll. Sie ist dynamisch, aufstrebend. Sie zeigt in die Zukunft und in eine große Zukunft, in die Steigerung, in das, was jeder Marketing-Vollhirst haben will. Steigerung. Diagramme, die aussehen wie eine 7. Das ist das Traumziel jedes Managers. Ja. Und so haben wir eine Zahl, die allein schon aus sich heraus so viel Bedeutung hat. So ein Überbau. Dagegen können andere Zahlen haben das natürlich auch. Jede Zahl ist besonders, aber hier haben wir so eine geradlinige, tolle, manchmal auch etwas langweilige Zahl. Ich meine, es ist ein Haken, ja? Also wir reden davon, diese Zahl, die kann man einfach mit einem Strich so hingorken. Ja, das kann es, man muss sich da keine Mühe geben. Man kann sich aber Mühe geben. Man kann sie mit so kleinen Anstrichen versehen. Typografisch kann man da einen Unterstrich machen, dass sie so Gewicht hat. Manche streichen sie auch nochmal durch, ganz zärtlich, sodass ein Gebilde von doch harmonischer, aber Einfachheit entsteht. Ja, und so möchte ich meinen Vortrag schließen, indem ich noch ein paar Ausführungen zur Mathematik mache. Die Mathematik ist ja basierend auf Zahlen und wir haben den Vorteil, dass wir alles Mögliche machen können. Wir können eine Siemer-Potenz machen. Keiner macht es. Dabei spricht sich allein Siemer-Potenz schon so. Na, da haben wir wieder dieses Sex-Thema in der Zahl. Ansonsten, wo sehen wir die 7 noch? Wir sehen die 7 im Fernsehen. Zumindest die Pros oder die sich da voll halten, oder? War das ein Mörd? Nein. Yes! Ja, weil wer Pro7 guckt, ist kein Professional. Pro7 gucken keine Leute, die Zahlen mögen, so wie ich.
Ansonsten ist die 7 nicht unbedingt meine Lieblingszahl. Mäp. Die 7. Ich habe mein ganzes Wohnzimmer mit der 7 tapeziert. Es ist so, dass ich auch den Schnitt meiner Wohnung verändert habe, dass er von oben betrachtet eine 7 ist. Dafür habe ich etliches von meiner Wohnung einfach abgetrennt, was ich nicht mehr benutzen kann. Aber das ist es wert. Es ist ein harter Einschnitt gewesen und meine WG-Kollegen fanden es auch nicht so lustig, dass ihre Zimmer auf einmal sehr viel kleiner waren. Sie fanden es toll. Dieser kleine Raum, der ist so viel spannender. Wenn man Platz hat, kann man ja alles machen, aber klein ist so, dass man es vielleicht wieder optisch größer machen kann. Das haben sie gemacht. Sie haben auch die 7 benutzt und haben senkrechte Streifen damit gebildet. Damit wirkt der Raum insgesamt schmal und hoch. Er wirkt ganz schön wie ein Gefängnis. So, die 7 an der Wand, das war keine gute Idee. Wir haben es überstrichen und haben dann die 7 auf den Kopf gedreht. Das kann man auch machen. Die 7 auf dem Kopf macht überhaupt keinen Sinn. Das ist völlig richtig. Also, die 7 auf dem Kopf, das haben wir früher gemacht mit den Taschenrechnern. Dann war das irgendwie ein L. Dann hat man da Esel hingeschrieben. Das war auch eine 7. Ansonsten hat die so zu stehen, wie sie ist. Die 7 ist ja stabil. Obwohl sie nur auf einem Bein steht, ist sie in der Mitte. Sie ist ruhig. Sie hat schon so einen leichten Hang zu kippen. Also manchmal, ich habe immer Angst um so eine 7. Und tja, was soll man sagen? Bisher ist mir noch keine umgekippt. Ist euch immer eine 7 umgekippt? Ich habe ja... Nee. Ich will überhaupt nicht wissen, ob euch eine 7 umgekippt ist. Genau. Okay, bis dahin. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Wir kommen zu unserem zweiten Spiel. Und diesmal brauchen wir tatsächlich zwei Mitspieler hier auf der Bühne. Wer traut sich? Es tut nicht weh. Wie gesagt, ihr werdet die Helden sein. Hier vorne sind schon zwei Meldungen. Ja. Wo ist denn unser Startmikrofon hinten? Das sollte da auf dem Tisch liegen. Sehr schön. Kommt doch mal bitte hoch. Das ist egal. So, dann so, sagt uns doch mal, wer ihr seid. Ich bin Pex. Ich bin der Mischer. Okay, sehr schön. Einer von euch bekommt ein Mikrofon und muss ein wenig reden, der andere nicht. Wer möchte das Mikro? Ich kann reden. Sehr schön. Dann nehme ich dir das Mikro ab und du kriegst das. Okay. So, wir erklären jetzt mal das Spiel. Das heißt Puppets. Und Peggy, kannst du uns zuhören dabei oder bist du komplett beschäftigt beim... Ich bin total beschäftigt. Gut. Dann warten wir auf dich mit der Erklärung. Dann frage ich dich doch noch mal ein bisschen was. Hast du schon mal irgendwie im Impro-Theater irgendwas gemacht oder bist du das erste Mal dabei? Nee, das ist das erste Mal. Sehr schön, genau das ist der Spirit. Ah, okay, ja, ist beim Interview hin und her. Und hast du irgendwie gedacht, jetzt ist gleich mal so der richtige Augenblick, das zu probieren? Ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Wir sollten doch alle Spaß haben hier, oder, auf dem Camp? Ja. Yeah. Okay, wir sind bereit hier. Okay, Peggy, du schon mal Impro gemacht? Ja. Sehr gut. Cool. Meins? Ja. Was muss ich machen? Moment. Okay, wir haben jetzt zwei Puppen, die werden bewegt und die Puppen können danach sprechen. Ich sag mal, ich bin eine Puppe und eine von euch beiden ist dann auch eine Puppe. Ja, Peggy, du bist die Puppe, du hast das Mikrofon. Ich bin eine Puppe? Du bist eine Puppe. Wo stehe ich hier? Wir stehen hier so in der Mitte ungefähr. Genau, und wir Puppenspieler, wir können jetzt unsere Puppen bewegen und die bleiben dann so, wie sie sind. Also ich kann die jetzt mal so hinstellen, kann die hier so ein bisschen drehen, kann hier vielleicht
die auch so ein bisschen hinpacken, dann drauf achten, dass wir hier irgendwie 45 Grad oder mehr haben, dass also dass sie nicht sterben dabei, wenn sie so stehen müssen, wie sie sind. Und jetzt ist es so, dass eine Puppe einen ersten Satz sagt, dann wird die zweite Puppe einmal bewegt, sagt einen Satz und dann wird die erste Puppe wieder bewegt, sagt einen Satz. So geht es immer hin und her, Zug um Zug. Und da entsteht eine kleine Geschichte. Und ihr habt schon eine wundervolle Ausgangshaltung. Dann würde ich sagen, zählen wir mal ein mit 5, 4, 3, 2, 1, los! Boah, die Wandfarbe ist ja unglaublich glatt. Ja. Jetzt einmal bewegen. Ich sehe es auch. Ich brauche meine Schlittschuhe. Hier, es ist Zeit, dass du es probierst. Senkrechtes Schlittschuhlaufen. Was sagst du? Ich mache das immer so. Entschuldigung, ich habe vergessen, wie besonders du bist. Das entfällt mir manchmal. Habe ich dir nicht tausendmal gesagt, du sollst besser zuhören? Ja, du hast ja recht, du hast ja so recht. Du bist schon ganz schön feige mit deiner Konformität. Ja, ich weiß, ich bin total feige, aber wie soll ich denn nach Höherem streben, wenn du so viel besser bist als ich? Gestern bei 100 Meter Bungee-Jumping hast du auch am Anfang gezittert. Ich hatte gar keine Angst. Oh Gott, mir wird schon ganz schlecht, wenn ich daran denke, da oben auf dieser Brücke, wenn ich da nur an das Runterschauen denke. Es war doch ganz einfach. Pass auf, hier. Das sind die Schlüssel zu unserem neuen Flugzeug. Lass uns gemeinsam Fallschirm springen. Und diesmal springe ich auch gleich mit raus. Bist du wahnsinnig? Du weißt doch, dass ich Angst habe. Tja, es muss eben eine Sache geben, vor der du auch Angst hast. Okay, ich werde es probieren. Dankeschön! Peggy und Micha, vielen, vielen Dank. So, du gehst zum Endkabeln gleich hier nochmal hier vorne hin. Und ja, super. Ja, vielen Dank euch beiden. Wir kommen zum nächsten Game. Diesmal werden wir eine kleine, ganz normale Szene spielen und dafür hätten wir gerne wieder einen Freiwilligen, dieses Mal nur. Wer hat Bock? Ich glaube, du warst der Erste, der sich gemeldet hat, du vorhin schon, ja. Also. Und dann bist du danach dran. Ach komm, jetzt danach, komm, wir haben bist du schon hier. Noch ein paar Chancen. Hol dir mal gleich ein Mikro. Ja, hier liegt's ja. Ach so, das, okay. Der kriegt hier eins drauf. Oh. Dann, ja, komm okay, einfach mal. Okay, dann komm doch bitte mal rauf. Hallo, super, dass du da bist.
Dreh dich mal zum Publikum, damit die dich sehen. Wer bist du denn? Ich bin Ranja. Ranja, hey. Ja, schön, dass du da bist. Was machen wir denn mit dir Schönes? Spielen wir was? Ja. Dann, was wollen wir haben? Was könnte denn ein Ort sein, an dem Ranja und wir beide irgendwie uns aufhalten könnten? Ein Reiterhof? Das ist, ja, das klingt interessant. Mhm. Kannst du was anfangen mit Reiterhof? Ja. Warst du schon mal auf dem Reiterhof? Nee. Nee? Gut. Aber ich bin schon mal geritten. Ich bin schon mal auf einem Pferd geritten. Du bist schon mal geritten, das ist ja super, dann weißt du ja Bescheid. Genau, wollen wir die Ranja noch verkabeln? Geht das noch so? Das war... Dann geh mal jetzt hier noch hin, dann kriegst du auch ein richtiges Mikro. Okay. Okay, wunderbar. Bist du bereit? Ja. Sehr schön. Dann zählen wir mal alle ein mit 5, 4, 3, 2, 1, los! Also gut. Hier ist das Pferd. Es ist das größte Pferd, das wir im Stall haben. Du hast gesagt, du willst das größte Pferd reiten, das wir im Stall haben. Bist du wirklich sicher, dass du das willst? Ja. Ich muss dich warnen. Dieses Pferd heißt Rambo. Er heißt Rambo, weil er bisher jeden Reiter runtergeworfen hat, der versucht hat, auf ihm zu reiten. Bist du sicher, dass du auf Rambo reiten willst? Ja. Schau dir sein Maul an. Schau dir an, wie der Schaum aus seinem Maul tropft. Das heißt, dass das Pferd wahnsinnig ist. Sie hätten das Pferd erschossen, wenn wir es nicht auf unseren Reiterhof geholt hätten. Also gut. Dann steig mal auf. Rambo, Knie. Ich will doch nicht. Du willst doch nicht. Eine kluge Entscheidung. Eine sehr kluge Entscheidung. Aber weißt du, wenn niemand auf dem Pferd reiten will, und leider will niemand auf dem Pferd reiten, dann müssen wir es leider erschießen, weil wir verdienen kein Geld mit dem Pferd. Du musst dich leider entscheiden. Ich will nicht. Also gut. Du hast es nicht anders gewollt. Möchtest du vielleicht eine kleine Portion Pferdewurst mit nach Hause nehmen? Nein. Okay, bis dahin. Wunderbar, das war jetzt sozusagen die Basisszene und wir werden jetzt mit dieser Szene noch ein kleines bisschen weiterarbeiten und dazu brauchen wir nochmal einen Freiwilligen aus dem Publikum, der ein Smartphone besitzt und damit die Zeit stoppen kann. Wir brauchen einen Freiwilligen, genau. Dann geh du doch mal bitte an eines der Saalmikros mit deinem Smartphone bewaffnet und wir werden jetzt die gleiche Szene nochmal spielen und zwar in einer Minute. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange wir gebraucht haben, aber ich bitte dich jetzt mal darum, dass du eine Minute stoppst und dass du vielleicht auch nach 30 Sekunden sagst, noch 30 Sekunden, okay? Okidoki. Du sagst los und dann spielen wir los. Okay, los. Ich möchte doch nicht das Gleiche. Ich möchte doch nicht so. Das ist das...
brutalste, böseste, gemeinste Pferd, das wir im Stall haben. Und du möchtest zwar jetzt nicht mehr mit diesem Pferd reiten, aber ich behaupte einfach, dass du auf diesem Pferd reiten wolltest. Du wolltest die ganze Zeit auf diesem Pferd reiten. Ich will aber nicht. Guck dir an, wie aus dem Maul so, dass der Schaum des Wahnsinns rauskommt. Noch 30 Sekunden. Du weißt, dass wir das Pferd erschießen müssen, wenn du nicht darauf reiten willst. Ich will nicht. Okay, dann dann musst du das Pferd leider selbst erschießen. Nachher gibt's ein bisschen Pferdesalami. Die Minute ist um. Sehr schön, wunderbar. Wir können diese Szene aber auch in 15 Sekunden spielen. Okay? Es war viel zu leicht. Es war viel zu leicht. Wir haben beschlossen, die Szene ist, so ist das alles viel zu leicht. Deswegen werden sie jetzt in 15 Sekunden spielen. Kannst du 15 Sekunden runterstoppen? Selbstverständlich. Okay, dann sagst du los und dann geht's los. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, los! Das ist das böseste, gemeinste, fieseste Pferd, das wir haben. Möchtest du auf diesem Pferd reiten? Nein! Okay, dann müssen wir es leider erschießen. Hier, du musst das Pferd erschießen. Heute gibt's Pferdebraten. Wunderbar, aber wir finden, dass die Szene immer noch zu einfach ist. Und deswegen werden wir die Szene jetzt in 3 Sekunden spielen. Kannst du mal eben 3 Sekunden stoppen? Okay, und Pfeffer! Das ist das fieseste Pferd, du musst es leider erschießen. Vorbei. Okay. Okay, vielen Dank, Rania. Einen Applaus. Verneig dich mal vor dein Publikum. Genau. Jo. Vielen Dank. Okay, dann gibst du mal das Mikrofon jetzt wieder ab. Actionlastig hier. Dann brauchen wir jetzt wieder 2 Leute, richtig? Ja. Wer möchte denn mit uns spielen? 2 Freiwillige hätten wir gern. Gucken wir mal ein bisschen weiter hinten. Ah, die Erwachsenen dürfen sich ruhig auch mal melden. Okay, da haben wir eine Teilnehmerin. Ja, da hinten. Sehr schön. Und dann nehmen wir hier vorne Oliver. Wunderbar. Dann kommt mal auf die Bühne. So, einen Applaus für Oliver, den kennen wir schon. Ja, schön, schön, dass du wieder gekommen bist. Wir haben ja gestern Impro-Workshop gehabt. Hat riesig Spaß gemacht, ja, kann ich für jeden mal empfehlen. Okay, ja, und wie heißt du? Sophie. Einmal das Mikrofon bitte. Sophie. Okay, einen Applaus für Sophie. Ja. Sophie, hast du schon mal Impro gespielt? Nein. Okay, Premiere heute, wunderbar. Gut, wir spielen ein Format, das da heißt Zweier-Synchro. Und das bedeutet, 2 Leute spielen hier eine Szene und die anderen beiden synchronisieren jeweils. Das heißt, die beiden, die spielen, haben keine Sprache. Und wenn der Synchronisator irgendwas sagt, kann man den Mund bewegen, damit man sieht, dass das so ist. Aber so, und dann schauen wir mal, wo das hinführt. So, habt ihr eine Präferenz, wer von euch eher spielen oder eher synchronisieren will? Dann verfügen wir das einfach. Dann sage ich einfach mal. Ich glaube, wir mixen uns mal rein. Wir mixen uns so rein, ja, genau. Mhm. Dann würde ich sagen, du kriegst noch eine Stimme. Okay, alles klar. Und wir stellen uns mal hier jeweils an den Rand. Du vielleicht auch. Und ihr tauscht mal noch eure Plätze. Und wir synchronisieren so diagonal. Das heißt, du synchronisierst Felix und ich synchronisiere Oliver.
Das Ganze läuft so, wir machen hier auf der Bühne unseren Mund auf und zu, wenn wir reden wollen oder wenn wir reden, aber wir werden gesprochen von euch. Ich werde von dir gesprochen und du von Makro. Wir können Reden initiieren, indem wir den Mund aufmachen, dann müssen die Synchronisatoren aufpassen, dass sie tatsächlich was sagen. Ihr könnt aber auch Reden initiieren und dann müssen wir den Mund bewegen. Okay, und wir hätten als Vorgabe gerne von irgendjemandem von euch eine SMS, die er gerne mal vorlesen möchte, die er vielleicht letztens gekriegt hat. Hat jemand irgendwie eine SMS, die kann ja komplett anonym sein? Tell me a joke. Dann ist die Inspiration für die Szene Tell me a joke. Okay. Kannst du uns noch sagen, wann die abgeschickt wurde, die SMS? Also früher Nachmittag. Okay, dann zählen wir wieder ein mit 5, 4, 3, 2, 1, los! Ach Mann, ist das schwer. Ach, diese Hitze. Ah, Mann. Oh, super. Danke. Sehr schön. Ja, tell me a joke. Ha, 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 ha. Ha, ha. Huhu. Siehst du, wie ich gleich zusammenbrechen werde? Ich weiß, ist schwer. Guck mal, hast noch einen. Und, wie ist jetzt? Ha, 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 ha. Jetzt bin ich wohl der Joke. Muss ich jetzt helfen? Ah, Mann, alles muss man selber machen. Weißt du, als du mir sagtest, diese Arbeit wäre ganz leicht hier auf dem Camp, da dachte ich, das meinst du auch so. Du glaubst anscheinend wirklich alles. Du bist ein Arschloch. Ich weiß. Weißt du, als das erste Mal, als du so gegrinst hast, da dachte ich mir schon, du bist jemand. Fieser. Ja, du manipulierst mich. Ja. Erfolgreich. Immer wieder. Hast du gar kein Gewissen? Nein. Guck mal, ich hab noch was. Wir probieren's noch mal. Was denn jetzt? Ich mach nichts mehr für dich. Du bist wirklich lernfähig. Das erstaunt mich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin sogar so lernfähig, dass ich auf deinem Laptop, was hier unten liegt, mal deine E-Mails durchgeguckt habe. Was? Mein Laptop? Nein, meine E-Mails, die sind doch geheim. Du kennst doch mein Passwort gar nicht. Und überhaupt, wie kommst du denn dazu? Du bist ja vielleicht ein richtiger Arsch. Ja. Hast du denn kein Gewissen? Naja, schon. Ich meine, es ist ja nicht gut, so Metall- und Computerteile in so einen See zu werfen. Nein, überhaupt nicht. Da sind alle meine Daten drauf. Was mache ich denn jetzt? Und überhaupt? Und wie kannst du denn nur? Und weißt du denn nicht, wo du hier bist? Und was? Und überhaupt? Ich weiß überhaupt gar nichts mehr. Ich bin fertig mit dir. Naja, ich habe aber noch ein Backup. Oh, da bin ich aber froh. Wieso hast du ein Backup? Na, Angebot. Na komm. Nö, 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 nö. So lass ich nicht mit mir verhandeln. Nö, schon gar nicht mit dir. Nö, 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 nö. Nö. Hm. Na gut, tschüss. Puh. Na und? Hast du noch ein Backup? Weißt du, normalerweise reicht ja ein Backup. Ja, aber diesmal nicht. Nee. Dann, dir nochmal ein schönes Camp. Danke. Okay, danke. Ja, euer Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Sophie und Oliver, nochmal einen herzlichen Applaus für euch beide.
So. Was haben wir denn jetzt Schönes? Wir kommen zu einem weiteren wunderbaren Spiel und wir brauchen wieder einen Freiwilligen mit uns. Und diesmal hätte ich gerne einen Erwachsenen tatsächlich. Ja. Es tut mir so leid, aber ja, jetzt. Der junge Mann. Und du brauchst ein Mikro. So, wie sind wir denn überhaupt in der Zeit? Hast du da irgendwas? Hat jemand mal eine Zeit von euch? Ja, ich bin wenig. 35, wundervoll. Perfekt. Okay. 10 Minuten, oha. Oha. Ja, das wird ein bisschen knapp. Kann ich mit der Erklärung vielleicht ein bisschen zügiger vorangehen. Wir haben ein weiteres schönes Spiel und das heißt ABC-Szene. Wir spielen jetzt also zu dritt hier auf der Bühne eine kleine Szene. Und jeder Satz oder jede Aussage, die gesprochen wird, beginnt mit einem anderen Buchstaben des Alphabets. Also wenn wir zum Beispiel mit A beginnen würden, Makro sagt, den ersten Satz beginnt mit einem A, dann muss der nächste Satz mit einem B beginnen. Und dann C und so weiter und so fort. Soweit klar? Auf jeden Fall, ja. Sag mir doch erstmal noch deinen Namen. Ja, richtig. Der ist Lan, also L-A-N. Lan. Ah, das genau. Ist ja großartig. Da werden ja die Leute hier entsprechende Nicknames für dich bereit haben, oder? Auf jeden Fall, ja. Hast du denn schon mal irgendwo gespielt? Ja, ich habe schon mal gespielt. Okay, cool. Ja, also es waren so verschiedene Stücke, so ein bisschen dramatisch, ein bisschen irgendwas, keine Ahnung, so. Auch impromäßig so ein bisschen, ganz leicht. Okay, wunderbar, cool. Na, dann wird es bestimmt toll. Da gibt es noch ein wenig Service. Ich hätte gerne für uns beide, die wir die Szene starten, eine Beziehung, in der wir stehen. Was könnten wir sein? Arbeitskollegen oder Familie oder was auch immer? Hallo? Liebhaber und Bewerber, habe ich gehört. Liebhaber und Bewerber? Liebhaber ist super, auf jeden Fall. Liebhaber okay. Ist toll. Let's go for Liebhaber. Heißt es nur noch, zählen wir ein mit 5, 4, 3, 2, 1, los! Ah, Schatz. Schön, dass du zum Bewerbungsgespräch gekommen bist. Naja, mich bei dir zu bewerben? Böse, die Regeln zu verletzen. Christian, komm, setz dich. Es wird doch gar nicht schlimm. Danke dir, Thorsten. ja, dann lass mal hören. Ein Wasser für dich? Feine Sache, ja, gerne, vielen Dank. gerade ist mir gekommen, dass ich Ihnen noch was reinreichen wollte, Chef. Oh, Hausbesuche haben wir es aber nicht so gerne gerade. Jemine, ich hab sie gar nicht kommen hören. Kann sein, dass ich leise gegangen bin. Lan ist wütend. Meine Unterlagen und meine Erinnerung sagt, du bist sehr geeignet. Niemals im Leben. Oder darf ich mich kurz mal dazwischen drängen hier? Persönlich betrachtet, ja, gerne. Quatsch. Suchen Sie bitte lieber noch ein paar Akten heraus. Raus mit Ihnen, Sie Beamter, Sie Bürokrat, Sie. Sag mal, seit wann sitzen wir uns? Tja, das könnte vielleicht sein, seitdem ich hier bin, der aktuelle Lover. Ausgespannt ich worden bin. Vielleicht ja. Was? Was? Xavier Naidoo glaubt, das ist eine Verschwörungstheorie, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Yeah. Zeit, etwas Neues zu finden. Mhm. Dankeschön.
Applaus für Lan! Für Lan, okay. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Und da wir mit der Zeit schon so fortgeschritten sind, kommt jetzt nur noch ein letztes Spiel, wo wir ein wenig länger spielen werden. Ja, 20 Minuten ist perfekt. Denn jetzt gehen wir mal richtig in eine Story. Und dafür hätten wir gerne noch mal einmal Mr. oder Miss Mutig. Es gibt nur eine Meldung. Da hinten, genau hier im Roten, in der Mitte, ja. Wundervoll. Wunderbar. Nein, brauchen wir nicht. Eine Miss Mutig ist doch viel besser. Ja, genau, verkabel ich mal gleich. Ja, wir werden jetzt eine etwas längere Geschichte spielen und zwar einen Tag im Leben der Miss Mutig, die jetzt hier gleich auf die Bühne kommt. Und zu dem Zweck werden wir sie ein bisschen als Charakter einführen. Und sehr dann, schön. Ja, hi. Ich bin ganz missmutig. Ja. Ja. Wie heißt du denn im normalen Leben? Julia. Julia. Hallo. Sehr schön, dass du da bist. Ja, hast du schon das vernommen, was wir gerade gesagt haben? Nee, ich habe nicht aufgepasst. Ja, das macht nichts. Wir spielen eine längere Geschichte und du wirst die Hauptheldin sein. Genau. Yeah. Ja. Die Hauptfigur, die ist sowas. Und wir sehen einen Tag aus deinem Leben. Oh. Und dafür statten wir jetzt erstmal dein Leben ein bisschen aus. Mhm. Darf ich noch mal kurz fragen, Julia, hast du schon mal Impro gespielt? Nee. Okay, wunderbar, perfekt. Sehr schön. Nicht irgendwie vorbelastet, wunderbar. Gut, dann brauchen wir als erstes mal einen Namen. Wie heißt denn unsere Julia in der Szene? Oh. Nein, ist ein Frauenname. Ein Frauenname. Wie war das? Helga. Helga war das Helga. Erste, was ich genau gehört habe. Ja, ich auch. Genau. Wie alt ist Helga? 33, 38. 48 ist gut. 48? Ja. 48 okay. War das erste. Okay, 48. Und welchen Beruf übt Helga 48 aus? Ja. Lehrerin. Okay. Jawohl. Sehr gut. Helga 48 ist Lehrerin. Okay, wunderbar. Dann werden wir jetzt einfach mal so für ein paar Minuten ein paar winzige kurze Ausschnitte aus Helgas Leben sehen, damit wir sie und ihr Umfeld ein kleines bisschen kennenlernen. Und das Ganze geht los, wenn ihr eingezählt habt. Na, warte mal noch, ich würde noch dazu sagen, also wir beide können ganz verschiedene Personen sein, die immer wieder auftreten. Wir versuchen, dass du sie unterscheiden können wirst. Und wir spielen jetzt erstmal tatsächlich wirklich nur ganz kurz an, welche Personen später in der Geschichte auftauchen werden. Das sind jetzt also nur so ganz kleine Anschausachen. Und du bleibst immer auf der Bühne und ich mach was. Genau, du machst was. Kommt dann schon. Ich verteile Noten. Zum Beispiel. Du kannst machen, wonach du lustig bist. Okay, dann zählen wir mal ein mit 5, 4, 3, 2, 1, los! Ach, Frau Meier, was ich Ihnen immer schon sagen wollte, Sie sind wirklich die beste Lehrerin in der Schule. Mein Sohn Lukas ist total begeistert von Ihnen. Deutsch war nie sein Fach, aber bei Ihnen ist das echt super. Das finde ich ja klasse, Herr Kontirius. Ja. Also, wie kommt das denn? Also, ich frage mich auch immer, woher kommt mein Erfolg? Und haben Sie vielleicht zu Hause mit Ihrem Sohn mehr Bücher gelesen, weil ich die Begeisterung Ihres Sohnes für Bücher stark geweckt habe? Und wenn ja, absolut. Wie ist das passiert? Ich kann das immer selbst nicht verstehen. Er kam einfach einmal aus der Schule zurück und wollte sofort lesen und seitdem haben wir 100 neue Bücher angeschafft. Helga! Wie Sie wieder hier dieses Buffet für unseren Buchclub aufgebaut haben. Nein! Ja, Sie sollen da ja alle gleich auch noch mitmachen. Ne? Das ist doch wichtig, dass alle mitmachen. Ja, und dann sind Sie nicht hungrig, das ist so weitsichtig. Na, wenn ich ehrlich bin, das war eigentlich der Hausmeister. Ne? Und das sind Sie ja eigentlich der Hausmeister, der das gemacht hat. Haben Sie schon wieder Ihre Tabletten nicht genommen, Herr Meier? Ja. Ja, also ich kann doch hier in dieser Schule nicht auf alles aufpassen. Also jetzt, Sie haben das da vorne aufgestellt und jetzt erzählen Sie mir jetzt wieder was. Also jetzt haben wir hier eine Veranstaltung, jetzt muss ich mich gleich wieder so aufregen. Aber regen Sie sich doch nicht wegen mir auf.
Das habe ich doch gar nicht. Das. Gehen Sie einfach, bitte. Sag mal, Mama, kannst du mir Nutella aus dem Supermarkt mitbringen, wenn du einkaufen gehst? Wieso muss ich dich denn immer bedienen? Aber gut, ja, klar, das mache ich. Aber was ist alles gut bei dir? Ja, alles okay, Mama. So, ich bin gerade hier, ich bin gerade am Chatten, ich bin gerade nicht. Ja, aber Nutella, wenn du mir Nutella mitbringen könntest, wäre irgendwie voll super. Düt, ja, einmal hier, das Nutella würde ich gern bezahlen. Sie wissen schon, dass Nutella ungesund ist. Ja, da sollte man aber nicht immer so dogmatisch rangehen. Oder haben Sie da neue Erkenntnisse? Ist Nutella wirklich giftig? Also manchmal gebe ich meinem Mann ja auch Nutella. Ja, und was? Ja, okay, ich verstehe. Das ist sehr wichtig. Das will ich ihm, meinem Sohn auch geben, weil ich glaube, der hat ähnliche Probleme. Helga, du, ich habe da so ein bisschen Schwierigkeiten in der 11b. Könntest du mir, die sind da so, die machen mich immer total fertig da. Die sagen immer, irgendwie der Schmuse, der ist irgendwie so voll die Niete. Und ja, so dann ist das halt als Erdkundelehrer. Ich habe hier die 11d schon mal aufgeschlagen. Wer macht denn hier die besonderen Probleme? Na, eigentlich die ganze Klasse. Die machen mich irgendwie alle total fertig. Und die, sobald ich reinkomme... Sobald ich reinkomme, werfen die mir Papierkügelchen auf mich. Egal. Aber wenn das Referendariat vorbei ist, dann wird das alles auch anders. Die wissen das alle ganz genau, aber das wird später auch anders werden. Also bitte bleib bei dem Beruf. Das Land hat schon viel zu wenig Leute, die überhaupt diesen Beruf ergreifen wollen. Gerade wenn es nicht mehr verbeamtet wird. Bitte. Wir brauchen jeden Mann und jede Frau. Danke, Helga. Du hilfst mir immer so weiter. Vielleicht, wie wär's mit dem Fachrichtungswechsel? Ja. Helga! Nicht schon wieder! Warum essen hier keine Nutella mehr da? Weil Nutella giftig ist. Das hat mir gerade der Mann im Laden gesagt. Der hat mir davon sehr abgeraten und hat gesagt, Nutella nicht kaufen. Ich hab's nicht gekauft. Das wird nur deine ganze Gesundheit zerstören. Das wird dich einfach von innen auffressen wie ein ganz gefährlicher Rost. Deswegen haben wir jetzt kein Rost, ja. Deswegen haben wir kein Nutella Rost mehr. Rost ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste, ja. Deswegen gibt es kein Nutella mehr, kein imperialistisches Getränk mehr, überhaupt nichts mehr hier. Helga! Es gibt nur noch so gefällt mir das. Veganes Met. Sonst gibt's gar nichts mehr. Nieder mit dem Rost! Nieder mit dem Imperialismus! Richtig. Okay, bis dahin. Sehr schön. Wir haben jetzt unsere Heldin Helga ein kleines bisschen kennengelernt. Und wir werden sie jetzt einfach chronologisch durch einen Tag begleiten. Wir beginnen also ganz normal morgens vielleicht Frühstück oder irgend sowas. Und ausgehend davon werden wir einen absolut typischen Tag im Leben von Helga Meier sehen, hieß du, glaube ich, ne? Ja. Okay, und es geht los, wenn wir eingezählt haben mit 5, 4, 3, 2, 1, los! Mama, ich habe übrigens eine Mathearbeit heute. Das kommt alles wieder vom Nutella. Ich habe doch gesagt, du sollst das nicht mehr essen. Jetzt bist du den ganzen Tag am Smartphone. Das rostet dich von innen aus. Komm doch endlich wieder auf ganz natürliches Leben herunter. Du Mama, ich brauch einfach Nutella, weißt du? Nutella ist einfach irgendwie so, das macht mich halt einfach irgendwie fit und ich komme nicht klar ohne Nutella. Wenn du mir kein Nutella mehr kaufst, dann schmuggle ich das halt einfach aus dem Laden raus. Ja, also so geht es einfach nicht weiter. Dann kannst du nicht vielleicht einfach zum Schulpsychologen gehen. Psychologe? Bin ich irgendwie, bin ich Psycho oder was? Morgen! Morgen, Papa. Sohn, hier, dein Palituch. Ich war im kommunistischen Bedarfsladen. Hab uns mal eingedeckt. Da liegt doch noch eine Machete für dich. Ja, jetzt mann dich endlich mal ordentlich auf. Mach, was Papa sagt.
Ja. Da kannst okay. du dir deinen Weg freihacken. Versuch dabei zu schreien. Okay. Dann, damit schaffe ich auch die Mathearbeit. Okay. Du brauchst keinen Nutella mehr, du brauchst keinen Nutella mehr, das weißt du. Schlag einfach zu. Na gut, wenn ihr meint, dann nehme ich eben die Machete statt Nutella. Ach, mein Sohn. Endlich, dass wir das noch erleben dürfen. Da kann ich jetzt beruhigt in die Schule gehen. Ja, und ich werde mal unser Haus ein wenig von außen verschönern. Zwei Stunden später in der Schule. Oh ja, ich hatte wieder die FB heute und dann kam heute der eine mit der Machete an. Ich halte es nicht mehr aus. Der kam rein und hat zerhackt und dann hat er mir das Klassenbuch aus der Hand gerissen und so in der Luft zerhackt. Ich halte das nicht mehr aus. Ja, aber können Sie nicht auch die positiven Energien von einer solchen Situation erspüren und auch dann eben wieder positiv nutzen? Ich soll die positiven... Der hatte seine Machete an meinem Hals, ich musste fliehen. Ja, aber Sie als junger Lehrer wissen doch, dass Sie überall eingesetzt werden können. Stellen Sie sich mal vor, jetzt sind Sie hier noch auf dem Land in Brandenburg, aber dann, wenn Sie dann in Berlin-Neukölln an so eine Schule kommen, was passiert denn dann? Sie müssen sich wirklich auf alles vorbereiten, deswegen ist das schon alles ganz gut. Allerdings versuchen Sie doch nochmal den Namen des Schülers. Kennen Sie den Namen des Schülers? Ja, da fängt es schon an. Wieso kennen Sie denn den Namen des Schülers? Die haben so viele Namen. Für mich ist das so eine anonyme Masse von 30 Gesichtern, die einfach mich hassen und mit Papierkugeln auf mich werfen und mit einer Machete in die Schule kommen. Ich halte das nicht mehr aus. Frau Helga, ich habe heute meine Tabletten genommen und ich kann mich trotzdem nicht erinnern, dass ich mit der Machete sämtliche Rosenstöcke umgeholzt habe. Wo, welche Rosenstöcke? Bei uns zu Hause im Garten? Nein, die im Schulgarten. Und die Dorflinde. Das kann überhaupt nicht sein. Das muss wirklich ganz große Kraft gewesen sein. Das ist ein positives Erlebnis. Das muss man nutzen. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Das hat bestimmt jemand mit seinem Handy aufgezeichnet. Ja, weil die Linde ist ja auch aufs und das ist Bürgeramt dann, gefallen. Wer weiß denn, wer braucht denn noch ein Bürgeramt? Das kann man doch alles im Internet erledigen. Internettermin. Man macht im Internet einen Termin und schon funktioniert alles. Da bin ich ja froh. Ja, das kann nichts passieren. Wir brauchen keine Bürgerämter mehr. Frau Meier, ich bin ja so begeistert von Ihren pädagogischen Methoden. Mein Sohn, der Lukas, der kam ja heute nach Hause und wollte sofort den Garten umgraben. Der hat gesagt, Sie haben jetzt so ein neues energetisches Konzept an der Schule und die Schüler machen jetzt Gartenarbeit und Bauarbeiten und reißen Gebäude ab und es ist total super. Jetzt will er nicht nur lesen, jetzt will er auch bei uns handwerkeln und den Garten machen. Großartig. So habe ich mir das gedacht, dass die jungen Leute endlich auch mal wieder rausgehen, in die Natur gehen, eben nicht so innerlich verrostet sind durch das Nutella und die Smartphones, sondern wirklich wieder ein echtes Erlebnis haben. Und Sie fangen ja auch schon an. Das ist ja wunderbar. Gucken Sie mal. Sie haben wieder mit Ihren Händen den Ton gefasst. Ja, das ist so ein kleiner Tonspringbrunnen für ihr Zuhause. Den hat der Lukas gemacht. Ja. Ja. Den hat er für Sie gemacht. Den sollte ich Ihnen mitbringen, weil ich habe aber gar nicht mehr so viel Platz. Aber wenn jetzt einfach vielleicht im Schulgarten, wenn jetzt das ganze Rosengezeugs dort weggemacht wurde, zum Glück endlich nach den vielen Jahren, dann können wir doch den Tonspringbrunnen dort aufstellen. Oh, fantastisch. Auch als Erinnerung, auch damit mein pädagogisches Konzept eben auch nie in Vergessenheit gerät. Ja. Ja. Also das muss ich jetzt über alle Schulen in ganz Deutschland. Also ich bin, ganz Deutschland, dann ganze Welt. Ich bin stolz. Danke. Helga, diese Tonskulptur muss was Bedeutsames sein. Spürst du die Energie? Spürst du die Energie? Ich spüre die Energie. Die Tonskulptur. Yeah. Ja. Wir sollten da draus. Wie wäre es mit einer Machete? Man kann die Energie mit einer Machete teilen. Ja. Und wenn wir zusammen diese Skulptur bauen. Alles. Hey, ich will auch. Alles kaputt hacken. Na dann. 10.
Marx, wow. Engels, Lenin. Es ist aus uns herausgeflossen, das ist das neue pädagogische Konzept. Diese Schule muss Schule machen. Das, was wir hier gemacht haben, muss in die ganze Welt getragen werden. Schwört mir das. Mama, ich werde nie wieder Nutella essen. Danke. Du hast den Rost besiegt. Danke, mein Sohn. Danke. Du bist danke, gesund Mama. Geworden. Für die Weltrevolution. Für die Weltrevolution. Frieden. Nutella muss sterben. Dankeschön. Dein Applaus. Ja, hat Spaß gemacht, ja. Schön, wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank. Damit sind wir am Ende. 5 Minuten haben wir noch. Das ist so typischer Quatsch, danke. Den wir machen in unseren Shows. Man kann uns in Berlin sehen. Wir sind die Improbanden. Folgt uns auf Twitter oder dem Netzwerk eures geringsten Missvertrauens. Ja, und dann viel Spaß. Und ja. Ja, kommt gut nach Hause oder habt noch einen schönen restlichen Tag hier und ja, genießt das herrliche Sommerwetter und vielleicht kommt ihr ja mal bei uns bei einer Show vorbei, wenn ihr in Berlin seid. Bis dann. Ciao.